Okay, Einkaufspassage? Okay. Was machst du denn nur? Das kann ich doch niemals alleine bewältigen. Guten Tag. Hey, du da. Was, ich? Komm in der Einkaufspassage. Ja, wie du sehen kannst, ist hier momentan nichts los. Bisher ist das hier nichts weiter als eine normale Straße. Okay. Ups, wo sind nur meine Manieren? Mir noch gar nicht vorgestellt. Bin sehr, sehr erfreut. Ich bin der Besitzer der Einkaufspassage. Mein Traum ist es, auf der ganzen Welt lebende Städte. Was? Mein Traum ist es, ist das, auf der ganzen Welt lebendige Städte zu errichten und zu errichten, die nur so. Ach so, von Geschäftsfähigkeit sprühen. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich niemanden habe, der diese Passage hier für mich verwaltet. Moment mal, ich habe die Idee. Du bist so ein Trainer und kommst so viel herum, nicht wahr? Ah, meine Güte, ich muss gerade. Jemand wie dir, der auf seiner Reise viele Menschen begegnet, könnte ich die Aufgabe wohl gut anvertrauen. Du kennst mich erstmal seit ein paar Minuten, ja? Na, was sagst du? Würdest du das gerne mal versuchen wollen? Na, warum nicht? Vielen Dank. Also gut, dann sag mir doch mal, was du für ein Mensch bist. Ach du Kacke. Lieblingsspruch, wenn ich das schon Anführungszeichen. Vorsichtig. Die Worte, die du gleich eingeben wirst, können Datenfunktion zur Spiele mit. Ja. Okay. Was bist du für ein Typ? Was bin ich für ein Typ? Also. Was bin ich für ein Typ? Müsste ich einfach so meinen Namen hinschreiben. Ich bin mein eigener Typ hier. Naja. So, nehmen wir eben das. Ich bin so ein ruhiger Typ hier. Verstehe, toller Spruch, ja. Naja. Ausdruck der Begeisterung. Endspruch für. Vorsicht, ja, oh, komm. Dankeschön. Was sagst du, wenn du gerührt bist? Schnief. Komm. Wenn ich gerührt bin, in welcher Hinsicht gerührt? Von Traurigkeit gerührt oder von Freude gerührt? Also die ganze Welt erfahren. Oh mein Gott. Die ganze Welt wird das erfahren. Ich mache einfach Schniefen. Schnief. So. Ruhig, Schnief. Ja. Habe ich mir auch. Ah, ja. Hast du dir auch für die Aufgabe geschaffen, ja. So, Unternehmen. So. Chef. Aha. Ist lange Zeit. Nächsten Termin. Ist fast vergessen. Mein Lieber, ist ja. Ah, ja. Okay. Lass dir mal. Bin ich jetzt etwa hier derjenige, der das Gebäude leitet, oder was? Er freut dich kennenzulernen. Sollen wir dich ansprechen? Welcher Typ Trainer bist du? Also, ganz ehrlich jetzt.
Warum kam jetzt eigentlich nicht die Durchsage? Das werden jetzt auch alle auf der ganzen Welt wissen und so weiter. Was für ein Typ Trainer bin ich? Das ist blöd, wenn ich jetzt hier hinschreibe Eistyp und die nennen mich dann die ganze Zeit Eistyp. Zum Beispiel, das war so ein Beispiel. Toll. Das sind solche Dinge, die ich so blöd, ein bisschen blöd finde. Das ist vor allem, wenn man so direkt alles raushauen muss. So, was für ein Typ Trainer bin ich? Günther. Nein. Keine Ahnung, da bin ich jetzt echt überfordert mit. Trainertyp. Warum können die nicht hier so Vorgaben machen? Da hätte ich mir einfach was rausgesucht. Was für ein Typ Trainer bin ich? Trainertyp. Jetzt einfach. Ich bin überfordert. Meine Güte, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ja, komm. Zum Let's Play hier. Komm. So, LP-Trainer nenne ich mich einfach jetzt. Weil sonst hängt sich das Let's Play auf, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann, was ich da jetzt eingebe. Voilà. Ich mache nur LP und einfach fertig aus. LP. Ja, hiermit bist du. Und Leute, ich will diese Passage. Dieses. Okay. Ja, und tschüss. Ja. Okay. Hey. Hey. Guten Tag. So, bitteschön. Haben wir einen Blumenladen. Halleluja. Hallo, ich will kaufen. Moment mal. Super LP. Ach so, ich habe mir das eigentlich schon quasi gedacht. Hätte ich mir jetzt hier so anderen Trainertyp bla und sowas gemacht. Ah. Okay. So. Was haben wir hier? Ja, war mir klar, ganz ehrlich. Kann ich hier mein Fahrrad einsetzen? Dankeschön. So. Ah, jetzt sind wir in der nächsten Stadt. Halleluja. So. Was ist denn da los? Hi. Ja. Das ist aber. Ah, warum nicht? Guten Tag. So, dann lass uns mal antreten hier. Haben wir jetzt einen Doppelkampf oder wie ist das zu sehen? Oh. Okay.
What the? Das ist jetzt schon eine gute Öffnung von denen. So. Dann würde ich sagen, ich kümmere mich erstmal um den Rechten. Genau. Und jetzt finish ihn. Zack. Ich fühle mich ein wenig unterlevelt. Aua, aua. Weckruf ist böse. So. Gibt's hier nochmal schön was auf die Nitro-Ladung. Patz. Ein Volltreffer, Initiative steigt. Kenn ich schon von Nitro-Ladung. Zack. Ein Volltreffer und du bist platt. Level up. Dankeschön. So, bravo. Mhm. Die in der Team verloren. Richtig kanalisiert. Komm ruhig mal wieder. Ja, ja. Okay. Und tschüss. Ach, du redest jetzt auch noch mit mir. Puh, die sind stark. Sind eben nicht sonst. Die waren nicht mal ansatzweise stark, ganz ehrlich. Dann. Vielen Dank, Ray. Ein kleines Zeichen. Was ist das denn? Ah, eine Kampfkamera. Hahaha, schick, schick. Das ist was Gutes. So, okay. Wie wär's mit einem Poké-Center im Besuch, ja? Guten Tag. So, bitte einmal wieder fit machen. Stimmt ja, Pico Chilla. Gibt's doch hier. Mal überlegen, ob ich wieder trainiere. Ganz ehrlich, dieses Mädel, was dann jetzt links ist, guckt aus unserer Optik total, wenn ich jetzt so stehe, so mit halb geöffneten Augen, so total gelangweilt. Ah, Moment, Moment, da fällt mir was ein. Rückzug, Rückzug. Bälle. Ich will Bälle kaufen. Gebt mir Bälle. Ich brauche welche. So, so viel nett. Ja, 20 reichen mir vorerst. Ich will nicht alles wieder auf den Kopf hauen. Okay. So, wo geh ich denn hin? Oh, hi. Hallo. So, da wollte ich einmal kurz rein. Aber Schwarz-Weiß 1 war hier was Besonderes. Aber hier jetzt nicht mehr. Ach, ein Automat. Dankeschön. Moment. Falscher Knopf wieder mal. Ich geh jetzt erstmal hier hinter. Oh, ist das größer geworden? Item. Paraheiler. Hey du. Doch. Oh, doch. Aha. Hi. Oh doch, hi. Hallo. Das sieht aus nach einer Arena. Eine Herausforderer? Ich bedauere, aber die Arenaleiterin ist gerade nicht da. Oh. Ich weiß aber, wohin sie wollte. Nicht weit vom Eingang diesem Vergnügungspark steht ein Haus, in dem... Okay, dann gibt dort müsstest du sie finden. Ja, okay. Guten Tag. Mal schauen. Achso, Köpfe herausfordern? Warum nicht? So, ein komischer Typ. Hihi. Er hätte damals wie...
Eine ältere Dame. Mal sehen, wie alt du aussiehst. So alt siehst du jetzt auch nicht aus, ja, Mädel? Oder ein Pekochilla. Hi, Pekochilla. So, Otaru. Zerfetze es. Auch wenn es mir leid tut. Boah, ein Volltreffer. Tut doch weh. Ich wollte schon sagen, hast du Wertelink drin oder was? Warum treffen alle deine Angriffe? Oh. Oh, nein, komm schon. Nee. Das muss jetzt doch sein, wa? Los, komm. Aua. Och nö. Ja toll, ich lass dich jetzt im Kampf, auch wenn du jetzt besiegt wirst. Ja, mach die Zugabe. Schlau und schlaf weiter dadurch. Super. Achso. Das war's. Dreimal getroffen, ist aufgewacht, ist Pekochilla verliebt, ist starr vor Liebe. Und du triffst schon wieder mit Gesang. Nee, komm schon. Ich wechsle aus. Komm, MacBee, wir nehmen das mal. Gegen dich kannst du zumindest keine Nahkämpfe machen, ohne dass es sich vom Brand hier mal so ein bisschen beeindrucken lässt. So, tschüss. MacBee ist zumindest schnell. Ja, das ist mein Name. Mit dem Riesenrad gefahren. Die Aussicht ist fantastisch. Okay. Ich fahre jetzt mit einer Frau, die sich als älter schimpft, Riesenrad. Irgendwie süß. Hat Spaß gemacht. So. Irgendwie süß. So, jetzt suchen wir uns noch nach dem Item. Mülleimer! Yay! Diesmal hat der Mülleimer sogar was gemacht. Hey du. Hi. 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 Oh, Pichu! 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 Foto machen! Foto machen! Oh Mann, nur. Keiner macht Foto. So, was ist das hier denn? Okay, ich muss kurz was nachgucken. Ich gehe mal kurz erstmal schnell ins Pokécenter. Die KP meines Zwotronins und der Status meines Zwotronins sind nicht gerade die besten.